Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von MyGM und NBA 2K18. Nachdem wir in der letzten Folge mega viel Off-Talk betrieben haben, geht es heute tatsächlich mal wieder hier um die eigentlichen GM-Aktivitäten. Wir stehen vor dem All-Star-Weekend, was wir allerdings überspringen werden, aus dem ganz einfachen Grund. Außer wir sollten jetzt irgendwie dabei sein bei einem gewissen Event. Aber ansonsten ist es halt einfach auch im Spiel zu langweilig. Deswegen, wir starten jetzt erstmal rein, ganz gemütlich, gegen die Jazz. Leider unsere Siegesserie an der letzten Folge gegen die Lakers. Abgerissen. Wir hatten schon wieder, ich glaube, 4 oder 5 Siege auf dem Konto. Zwischenzeitlich richtig gut gespielt. Haben jetzt gerade eben gefühlt 1 Million Verletzungen. Ja, das ist diesmal nicht mal übertrieben. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Verletzte. Wir sehen es hier auch gerade eben. Seth ist jetzt Topscorer. Ayton, Holmes, George und Shepard sind Gott sei Dank fit. Aber Kyrie ist raus. Malcolm ist raus, genau. Wer ist denn noch draußen, ne? Zubac ist auch draußen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier Monroe mit 24, 9 und 4. Schönes Deadline. 10 von 13, das kann man auf jeden Fall mal machen. Naja, Plus-Minus-Rating spricht jetzt nicht für ihn. Dahinter dann noch Hood, Favors und Nogueira. Spricht man das so aus? Ich würde jetzt einfach mal so sagen. Nogueira. Wobei das U dann bei mir hier weg wäre. Spieler, den ich persönlich jetzt gar nicht so richtig kenne. Aus Brasilien, Runde 1, Pick 16, 2013. Okay. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber gibt's natürlich auch. Gut, bei den Timberwolves haben wir so gut wie jeden auf dem Schirm. Ja, aber die haben uns eigentlich bis jetzt in dieser Saison kaum Probleme bereitet. Die Timberwolves, ja. Habe ich mir jetzt auch 2, 3 Spiele angesehen in der jüngeren Vergangenheit. So die letzten 2, 3 Wochen. Stellenweise hat man irgendwie so das Gefühl, dass Minnesota keinen Plan B hat, wenn Plan A nicht funktioniert. Dann Jimmy Butler ist irgendwie stellenweise in der Offense zu unkonstant, ist zumindest so mein Eindruck. Mal funktioniert das Ball-Movement richtig gut, dann funktioniert es gar nicht. Ich hatte eigentlich Minnesota in dieser Saison schon auf dem Zettel. Gut, Playoffs werden sie ja wahrscheinlich auch schaffen. Aber in den Playoffs selber, wenn es gegen die richtig dicken Brocken geht, ich glaube, dann haben sie keine Chance. Okay, 146 Punkte, das ist ordentlich. Ich wollte gerade sagen, da müssen mindestens 2 Spieler über 20 oder einer ist komplett eskaliert. Seth rastet aus. Was ist denn da los? 28 Punkte, schon wieder bei 20 Minuten hat der irgendwie 6 von 10, 9 von 16. Ja, Shepard 25, Holmes 21, George 18, Ayton 16. Das ist vom Scoring her überragend. Auf der anderen Seite Karl Anthony Towns mit 31, Wiggins mit 17, der ist leicht angeschlagen. Was hat der denn? Hüftprellung. Ah, ist ätzend. Und behindert einen auch brutal. Aber insgesamt Teamvergleich. Das war mir fast klar. Wir treffen 65, aber die Timberwolves auch 54% aus. Ah, okay, aber 90% from downtown und wir 61%. Das ist natürlich auch schon wieder, ja. Also kann zwischendurch schon mal passieren, aber ist dann schon ein sehr goldener Abend. So, erstmal ab ins Büro. Ah, jetzt sagt er wieder, dass wir sie nicht genügend pushen. Wir können zumindest mal auf hoch gehen, aber in der letzten Folge war es mir einfach wichtig, einen Ruhetag einzulegen und das Training von der Intensität ein bisschen runterzuschrauben. Weil die dann doch ziemlich ausgepowert waren. So, ist hier überhaupt irgendjemand von uns dabei? Bei den Elites schon mal nicht. Und bei den Stars ist Shepard und Ayton dabei. Trotz allem. Kein Grund für mich, das zu spielen. Wir schauen aber rein, was unsere Boys
Leistner. Also sie verlieren auf jeden Fall schon mal. Petrovic mit 28, Simon mit 24. Zagorac mit 19. So, auf der anderen Seite Staples mit 26, Porter mit 21. Was ist denn da los? Dann kommt Ayton mit 19, 3. Also da hat's einfach nur im Scoring gelegen, ja? Und Shepard, oh, als Starter mit 34 Minuten nur 7 Punkte. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Ich sehe es halt nicht. Das ist das Problem. Also wenn, dann sowieso der Dunk-Contest, weil 3-Punkte-Contest, bin ich ehrlich, dadurch, dass das so gut wie nie klappt, habe ich da noch ehrlich wenig Bock drauf. Vertragsverlängerung. Unberechtigung mal. Haben wir schon alles erledigt. Da. Nee. Keiner von uns. Theis ist schon wieder dabei. Baldwin. Ah, ich hab schon irgendwie Bock. Ist echt nicht schlecht besetzt, muss man sagen. Ja, komm. Aber wir spielen mit Simmons. Here we go. Ja, Dunk Contest. Ich hab's in der letzten Folge auch schon angesprochen. Mir fehlt so ein klein wenig die Show und das Spektakel. Dieses Wochenende soll ja auch unter anderem Werbung sein für die NBA. Und da gehört halt auch ein bisschen Show dazu. Und das war in den letzten Jahren einfach nicht der Fall. Ich fände es auch echt cool, wenn man hier in NBA 2K die Option hätte, sich irgendwelche Kostüme anzuziehen oder irgendwie sowas in der Richtung. Warum nicht? Und warum stehen wir hier eigentlich nicht dabei? Kommen wir etwa von draußen? Wir sitzen da hinten, ne? Habt ihr es gesehen? Wir saßen hinten rechts auf der Ersatzbank. Wir haben anscheinend total Bock auf diesen Wettbewerb. Yo, Baldwin. Ist okay. Kann man machen. Aber da fehlt es natürlich schon ein bisschen an Athletik und der Slash-Move am Ende, der halt einfach entscheidend dafür ist, ob ein Dunk halt dann richtig geil und spektakulär aussieht. Das war jetzt. Aber kann man schon mal eine 43 für geben, ne? Das ist ja kein Problem. Jetzt kommt Theis, die deutsche Dunkmaschine. Ich habe gar nicht gewusst, dass Theis einen Antritt hat wie Ronaldo. Und anscheinend Brankner. Also der, ja, kann man mal definitiv machen. Gefällt mir besser als der von Baldwin. Die Armbewegung sehr schön ausgeführt, bekommt hier auch 43 Punkte. Freddy. Sieht ehrlich gesagt fast aus wie Baldwin. Ich bin gespannt. Er braucht auf jeden Fall erstmal ein bisschen Zeit für sich selber. Noch ein bisschen. Ja, also man kann ja schon noch ein bisschen tippen. Jetzt hat er es geschafft. Und wir sitzen draußen. Alter, was machen wir da draußen? Ja. 100 Mal gesehen, diesen Dank. Deswegen hält sich die Begeisterung in Grenzen. Ne? Natürlich von der Ausführung her schön gemacht, hat eine gute Höhe. Vielleicht einen kleinen Ticken noch höher, dann wäre er noch sauberer gewesen. Die bekommen alle 43 und Simmons, ja, der ist richtig abgefuckt, der hat gar keinen Bock, Mann. Ben Simmons denkt sich, Leute, was habe ich hier, was will ich mit der Scheiße hier? So. Ich versuche am Anfang, glaube ich, jetzt erstmal was zu machen, was nicht so übertrieben ist, um reinzukommen. Ich bin jetzt natürlich auch komplett kalt. Es war so klar. Es war einfach klar. Wenn du kalt bist, das ist so unfassbar. Hätte ich auch einen schwierigen Dank machen können. Ich
Ah, Gott, ich weiß, ich reg mich da jedes Mal drüber auf, aber ich verstehe es einfach nicht. Warum kann man es nicht machen, wie ich glaube, in 14er war das so, dass du eine Tastenkombination hast, die musst du drücken. Viereck, Kreis, rechts, oben, unten, links, R1, R2. Das hat halt dann für mich auch was mit Skill zu tun und mit Reaktionsschnelligkeit. Das hier ist ein Moment, wenn du den verkackst, bist du halt direkt der Loser. Und am Ende von diesen Tastenkombinationen wird dann halt entschieden, reicht die Anzahl der getroffenen Tasten, keine Ahnung, sagen wir mal, du triffst 85%, ja, dann wird halt der Dunk zu 85% sauber ausgeführt. Und den, der sah auf jeden Fall besser aus als der erste. Ja, der war schön. Von der Ausführung her auch sicherlich bestimmt in der schwierigeren Kategorie anzusiedeln, auch wenn der Kopf im echten Leben abgewiesen wäre. Er hätte sich wahrscheinlich den Unterarm geprellt. Aber hey, why not? Tice. Ist Tice Mr. Pranke oder was? Der zweite Dank, indem er den Ball einfach nur festhält. Aber trotz allem sieht der halt echt... Oh, der sieht nice aus. Besonders, weil es einer ist, den man nicht so oft sieht. Gefällt mir. Ich glaube, ich würde... Ich würde schon über die 40 gehen. Sie geben eine 40. So, jetzt kommt Freddy. Die alte Hütte. Was ich auch nicht verstehe. Also der Dank, ja, geil. Schöne Armbewegung. Weiß ich nicht, was er da machen wollte. Flying Dutchman oder ob er dabben wollte oder keine Ahnung. Das Bild zuckt bei 2K beim Dunk Contest immer so komisch. Man kann den Dunk gar nicht sauber... Ich finde auch, wenn die angelaufen kommen, dann sollte es in dem Moment, wo er abspringt, in der Luft so eine Slow Motion gehen, dass man die Bewegung sieht. Ich sollte echt bei 2K anfangen, dass das mal hier ein gutes Spiel wird. Ja, geil, was sollen wir jetzt machen? Ja. Dadurch, dass wir es wahrscheinlich eh verkacken werden, machen wir halt irgendwie eine total kranke Scheiße. So, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es für ein Dunk ist. Das ist ja das nächste Thema, haben wir auch schon drüber geredet. Ja, das ist doch... Der Bereich ist doch riesig, da treffe ich ja locker rein. Also, zweiter Dank versemmelt. Ben Simmons hat eh keinen Bock auf den Contest. Denkt sich, Junge, geh jetzt dann gleich Aftershow-Party, geh ich mir ein paar Bierchen zwirbeln. Baldwin. Aber es ist genau das, was ich angesprochen habe. Diese Dunks sind natürlich schön, sie sind athletisch. Aber es fehlt halt einfach die Show dazu. Und ich hoffe, dieses Jahr... Mit Dennis Smith Jr., mit Larry Nance, mit Oladipo. Und der vierte, momentan noch nicht safe, noch nicht bestätigt. Es soll Gordon sein. Keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so mega wichtig. Dass die Jungs sich wieder was einfallen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass wir in den letzten 20 Jahren schon irgendwie 1000 Kostüme gesehen haben oder irgendwie 100 Millionen Ideen. Ja, der Dank von Theis kriegt eine 43. Einen Versuch haben wir noch. Wenn wir eine 50 raushauen, haben wir gewonnen. Wer eine 50 hat, ist der Gewinner. Das ist der gleiche von Baldwin am Anfang. Da brauche ich mir die Wiederholung jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht anschauen. So, letzter Versuch. Wir machen es vielleicht sogar nochmal einen Tick irgendwie schwieriger. Reverse gibt's nicht mal. Wir probieren's. Der Balken wird wahrscheinlich wieder gigantisch groß sein. Ja, das geht sogar. Und der ist dieses Mal sogar mal drinnen. Vielen Dank. Ja, und der Dank. Natürlich. Weit davon entfernt, spektakulär zu sein. Jetzt bin ich gespannt, was wir für eine Wertung bekommen. Der 43, okay. Und es gewinnt Baldwin
128, 127, 126 und dann kommen wir mit einer 43. Ja, wir sind halt auch nicht jeder, ne? Also das wäre halt auch so geil, so wenn es einfach vor diesem All-Star-Weekend Treffen geben würde mit deinem General Manager und dann spricht ihr darüber. Ja, wie machen wir den Dunk-Contest? Du kannst ja, es muss ja nicht komplett free sein. Er kann ja 4 Optionen geben, was du machen möchtest. Möchtest du ein Kostüm anziehen? Möchtest du irgendwas Verrücktes mit dem Publikum machen? Etc., etc. Also da gibt es ja wirklich 1 Million Möglichkeiten. Aber, ja, da hat man leider das Gefühl, dass sie da stellenweise nicht so weit denken. So, die Western Conference gewinnt in dem Fall. Harden, Topscorer, Westbrook dahinter auf der anderen Seite. Staples, Beal, Antetokounmpo. Ja, da fehlt es natürlich am Scoring, aber das sieht man auch schon bei 131 zu 107. Was geht hier ab? 3x Training. Okay. Nehmen wir dieses Mal allerdings mit. So. Wadenzerrung hat sich erledigt. Das ist doch schon mal schön. Dann kehrt der Erste zurück. Das Geilste ist, ich bin eigentlich so gut besetzt momentan, dass ich ihn gar nicht brauche. Das ist auch mal eine geile Geschichte, oder? Ich lasse mal den Coach aufstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er aufstellt. Weil er wird alle 3 Center spielen lassen. Ich wollte gerade sagen, da müsste eigentlich die Center-Position total überbesetzt sein. Aber ich hätte ihn nicht mal traden können. Obwohl ich weiß, dass ich Ayton und Stone habe. Aus dem ganz einfachen Grund, weil er halt verletzt ist. Du kannst keine verletzten Spieler traden. Weil ich jetzt gerade überlegt habe, na, eigentlich hätten wir ihn traden können. Aber wenn er verletzt ist, dann gibt es keine Trading Option. Dann weiß ich auf jeden Fall safe, dass wir eine Runde zocken und der gehört gleich mal uns. Und da ist fast der Ballverlust. Zubac mit 2 Punkten. Das ist natürlich bärenstark. Bärenstark. Und er geht rein. McConnell mit 8 Punkten, 9 Assists. Assist-technisch halt nach wie vor ein Monster. Punkte-technisch halt leider nicht. Und der fällt. Schöner Block, aber dann gepennt. Ayton. Da ist schon Ayton mit 2 Big Boys auf dem Feld. Stone und Ayton. Und kommt schon. Scheiße. Nein! Haben wir. Aber wenn du natürlich 2 solche Monster auf dem Feld hast, dann kannst du auch mal. Ja, wir sind gerade eben mal besetzt, wie sind wir hier die ultimativen. Na, fällt nicht. Durchschnittsgröße momentan auf dem Feld 2,20 Meter. Irgendwie hat mir das gerade richtig gut gefallen mit Ayton und Stones. 2 so Big Boys auf dem Feld. Jimmy Butler da mit, naja, nicht wirklich ein gewollter Block. Der ist halt high contested. Gut, einfach voll mitten rein ins Gesicht. Was eine schlechte Shot Selection. Und trotz allem geht der rein. Und auch der geht rein. Boah. Und der war aber auch ganz schön high contested. Also, 115, 103, 45 Sekunden noch zu gehen. Ayton und Stones
oder Stone sehen aus wie Brüder, ehrlich gesagt. Nein. Ey, sowas darf natürlich nicht passieren. Gott sei Dank stand er mit dem Fuß auf der Linie. McConnell hat außerdem, glaube ich, irgendwie ein bisschen Probleme. Scheiße. Mit seiner Energie. Komm schon, Defense. Aber selbst wenn sie abschließen, ne, haben wir vielleicht noch 4 Sekunden, ne? Ja, dann direkt die Auszeit nehmen. Und direkt die Auszeit. So. 5 Sekunden für den Game Winner. Müsste eigentlich reichen. Wir müssen ja nicht von draußen. Wir müssen den Ball bloß irgendwie reinkriegen, ne? Die Frage ist, wem gebe ich jetzt den Ball? Oh Mann! Ah, da ist einfach Jimmy Butler am Perimeter zu krasser Verteidiger. Da ist er einfach ein zu krasser Verteidiger. Vielleicht hätte ich in der letzten Sekunde, anstatt mit dem Körperkontakt es zu erzwingen, das Stick nach unten ziehen, dann machen wir diesen Step-Back-Jump-Shot. Dann hätten wir zumindest Space gehabt. Krieg ich nicht. So, ich werde jetzt aber nicht die ganzen 5 Minuten spielen. Ich meine, es ist ein ganz normales Regular-Season-Game. Wir schauen, was passiert. 108 zu 107, 108, 110. Okay. Possession bei uns 110 zu 112. Was labert der, dass wir werfen sollen? Das ist ein Schwachsinn. Krass, man, die ballern die Zone so hart zu. Ey, der muss reingehen. Ey, jetzt ganz ehrlich. Ey, also leichtere Punkte gibt's wohl wirklich nicht. Dass er den nicht reinmacht, ist so frech. Also, da muss ich mich echt fragen. Ja, der wird gehen. Das ist das Spiel. Spielentscheidende Korb, kann ich euch jetzt schon sagen. Jetzt hängen wir 4 hinterher. Ja, Towns 5 Fouls, wir haben jetzt 2 Freiwürfe. Aber trotz allem, wir müssen jetzt ein Ballbesitz der Timberwolves verteidigt bekommen. Jimmy. Kein Kommentar. Ja, okay. Ist vorbei. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Verlieren wir mit 121 zu 122. Also. Ja, nächste Niederlage. Kann passieren. Es kann uns im Endeffekt auch total egal sein, weil wir sind so gut wie sicher, wenn wir es nicht sogar schon sind. Ja, noch nicht ganz, aber wir sind eigentlich schon relativ sicher dabei in den Playoffs. Deswegen ärgern wir uns jetzt darüber nicht so sehr. Der Dunk-Contest war natürlich wieder ein absoluter Witz. Es ist so viel Potenzial in dem Spiel und es wird immer noch nicht rausgekitzelt. Besonders bei diesen Kleinigkeiten. Weiß nicht, was ist deine Meinung dazu? Sagst du, es passt schon so oder
sagst du auch, ja, All-Star Weekend ist einfach viel zu langweilig. Man müsste viel mehr machen mit Interactions mit anderen Spielern. Vielleicht auch mal die eine oder andere Filmsequenz. Ey, die laden doch die jedes Jahr ein. Ja, okay, jetzt nicht jedes Jahr. Ich weiß auch, dass die Spieler stellenweise vom letzten Jahr dann nochmal neu genommen werden und modelliert werden. Aber trotzdem, ey, wenn man zu den Boys sagt, hey, komm, All-Star Weekend für NBA 2K, wir wollen ein bisschen was anderes, was Neues machen, ey, dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie Nein sagen, so wie 2K gefeiert wird. Ansonsten, ja, wir bewegen uns zielstrebig auf das Ende der regulären Saison zu. Ich denke mal, es werden noch so 3-4 Folgen sein. Dann befinden wir uns auch schon in den Playoffs. Wichtig für uns natürlich, dass alle Verletzten wieder zurückkommen. Denn man merkt schon stellenweise, ja, ohne Kyrie und ohne Malkmus fehlt einfach was. Dann spielen wir hier stellenweise mit 3 Big Mans, was zwar cool aussieht, aber natürlich nicht effektiv ist. Ich sag vielen Dank fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, dein Max. Ciao!